Es ist wirklich impressive, richtig beeindruckend, wie ich es schaffe, mich in solchen Spielen gnadenlos zu verirren. Okay. Ach, Zwischensequenz. Wir sollen rauchen. Woher ich das weiß? Wenn jemand raufgelaufen ist. Ich rufe die Gänge. Kann ich hier rein? Ja, Schlüssel drin. Aufgeschlossen. Schöne Sache. Ich denke schon, wieder jemand ist über mir. Ich will hier eigentlich gar nicht rein, weil da jemand rein ist. Eine alte Irne mit einer Frau. Hier ist blinkt was. Ich will es haben. Schnipsel. Forschungsnotiz. Geheime Rituale der Familie Himuro. Viele Rituale und Bräuche sind seit Generationen in der Familie Himuro überliefert. Die meisten davon sind verloren. Heute sind nur einige Dokumente übrig, die diese Rituale als Legenden wiedergeben. Es gibt kaum eine mündliche Überlieferung. Das liegt daran, dass alle Mitglieder der Familie Himuro tot sind. Jene, die der Familie nahestanden, haben zu den Ritualen geschwiegen. Insbesondere ein Ritual, das am 13. Dezember ausgeführt wurde, bleibt voller Geheimnisse. Wer in der Nähe der Villa wohnte, blieb an diesem Tag im Haus. Bis heute wird es als schlechtes Omen betrachtet, wenn man an diesem Tag die Fenster offen lässt. Ich kann nur annehmen, dass dies eine der an der Grausamkeit des Rituals liegt. Die Wahrheit bleibt jedoch verborgen. Ich brauche noch 10 Minuten. Das ist zu viel für meinen Geschmack. Das bedeutet, wir waren bisher nur 10 Minuten im Spiel. Kohlenpfanne, viel Staub, dass wir Boden nicht sehen und so. Keks. Also auf dem Boden. Kräutermedizin. Das ist mir das Liebste. Ist mir lieber als Geister zu finden. Warum sieht die Wand so komisch aus? Kein bestimmter Ort. Sie lang. Ist da was? Nee, nur die Wand. Oh, ich dachte. Okay, hier ist noch ein Raum. Ich will nicht in diesem kleinen Raum. Wir sind in dem Gang. Ist das der eine Gang? Frau im Spiegel. Blöderweise wurde hier jetzt gerade mein Bildschirm wieder schwarz. Ist. Ich habe die gleiche Zeitspur wie Koji. Wir sind im Seilraum. Teil des roten Notizbuches. Je mehr ich über die Villa Himuro herausfinde, desto unheimlicher wird mir die Sache. Dies ist ganz bestimmt das ideale Thema für Herr Takaminis neues Buch. Aber um ganz ehrlich zu sein, gefällt mir dieser Auftrag absolut nicht. Ich habe wirklich kein gutes Gefühl dabei. Ich will um keinen Preis in diese Villa. Aber das ist meine Aufgabe, stimmt's? Ich muss wohl oder übel hinein. Und die Chance, mit Herrn Takami zu arbeiten, will ich schließlich auch nicht wegen ein bisschen Ängstlichkeit vertonen. Dieser sechste Sinn für das Übernatürliche hilft auch nicht gerade. Manchmal ist es wirklich nicht gut, zu viel zu wissen. Und dann. Seil in die Akten gelegt. Die Seile sind alle verschwunden. Und wir haben hier eine neue Kameraperspektive. Unter dem Gegenstand. Kräutermedizin. Die Tür klemmt? Was? Das ist doch. Das ist doch die Tür, durch die. Wo meine Kamera ist zum Abspeichern. Ich muss weiterspielen. Hier geht's runter. Geht's da vorne runter? Nein. Cut-Sequenz. Nicht schon wieder. Gesund aus. Nein, sie hat mich. Ich muss Medizin schlucken. Objekte. Heute Medizin. Sie kriegt, hab ich. Ja,
stellt nicht mehr ganz her. Scheißdreck. Die Bitch kriecht am Boden rum. Und wer ist denn das? Hör auf! So, war die Kamera nicht ganz voll, aber das macht nichts. Das darf ich ja. Hauptsache ich kann sie zurückstoßen, das ist das Wichtigste. Damit die mich nicht angreifen kann. Hey, ich hab geknipst! Ihr habt's gesehen, das sind Bugs. Ganz eindeutig sind es Käfer. Verdammt! Wieso zieht die auf einmal so viel ab? Lasst mich! Die bewegt sich auch viel schneller als der eine Typ. Ich will doch nur zurück in den Raum und das Spiel für heute beenden. Hat denn keiner Erbarmen? Okay, wo geht's hier lang? Auf der Tasten stehen Zeichen, damit muss man die Tür öffnen können. Darunter ist etwas eingraviert, aber es wurde herausgemeißelt. Ich kann nur einen Teil lesen. Ich sehe mit Mühe. Da die herausgemeißelten Wörter Shinto-Ritual, Wirke-Ritual und am Tag des... Mehr kann ich nicht erkennen. Keine Ahnung. Was machen? Also, wir gehen weiter. Wir gehen hier rein. Spontan ein Schuss. Und bitte, sei irgendwo eine Kamera. Wir speichern. Will nicht mehr. Hier ist... Gegenstand. Des roten Justizwesens. 10. September, 20 Uhr. Ich habe ganz deutlich die Vision einer Frau vor dem Spiegel beim Eingang gesehen.